Da aber. Und der Ball geht ins Tor für den FC St. Pauli. Clever in den Lauf gespielt. Auf die Nummer 6, Brauburger. Muski, der da überhaupt nicht hinterherkommt. Er findet auch nicht den Weg zum Tor. Schulz mit dem Chip. Boland. Trifft ihn dann nicht gut, aber was für ein Tor in der 20. Spielminute für den SV Todesfelde. Ein richtiger Sonntagstreffer. Und das am Samstag. Die linke Seite macht Probleme bei Todesfelde. Der Ball ist im Netz, aber Schiedsrichter sagt kein Tor. Kommt da wieder durch über links. Aber den hält Landvogt. Gut abgelegt da. Kommt da sehr gut zum Schuss. Und der sitzt. Der zweite Treffer von Brauburger. Oh, der Ball kommt auch an, aber den kann Landvogt halten. Jetzt über Ulbricht. Oh, hält da mit der Brust einfach Landvogt den Schuss. Der kommt zum Abschluss. Und er fällt ins Tor. In der 74. Spielminute. Wieder über die linke Seite. Reingegeben von Brauburger. Achternberg, der da nicht optimal spielt. Und hier quasi das nächste Tor für St. Pauli einleitet. Mit dem leider schlechten Rückpass in den Lauf für den St. Pauli-Spieler. Torschütze mit der Nummer 7 bekommt da auch noch die gelbe Karte. Ja, bei Todesfelde heißt das immer wieder Boland. Gefühlt überall auf dem Platz. Ja, Todesfelde reklamiert der Hand und Schiedsrichter Weinkauf zeigt auf den Punkt. Den macht er sicher zum 2:4 für Todesfelde. So, das war der Abpfiff. Das Spiel ist vorbei. 2:4 für unsere Gäste. Glückwunsch.